Zur dritten Löber Wiesn gab es heute am 19. Oktober eine große Stadtwette. Der Riesenradbesitzer Frank Thomke wettete, dass es die Menschen aus Löber und Umgebung nicht schaffen, alle 192 Riesenradplätze um 16 Uhr zu füllen. Falls es die Löber jedoch schaffen, wird der Frank Thomke 300 Euro an die Jugendfeuerwehr der Ortsfeuerwehr Löber spenden. Bedingung für die Teilnahme an der Wette ist, dass jeder Fahrgast an der Kasse ein kleines Getränk aus der Region abgibt. Wir waren mit der Kamera dabei und haben mal zugeschaut, ob Löber die Stadtwette gewonnen hat. Viel Spaß! Guten Tag! Hallo! So, wir als Riesenrad-Crew und die Schausteller hier zum ersten Wiesenvergnügen hier bei euch in Löber haben ja gewettet gegen die Löber, dass ihr das nicht schafft, 192 Fensterplätze am Riesenrad Mon Amour voll zu machen, ja? Und als Gegenleistung solltet ihr ein Getränk aus der Region mitbringen. Also wenn ich Wasser trinken will, dann gehe ich auf Toilette und nicht in der Kneipe. So kenne ich das von früher. Ja. Alle mal schön die Getränke hoch. Der Meister will ein Foto machen. Aha. Ja, dann können wir eine Woche trinken hier. Karneval feiern. Alles super. So. Also, wir haben ja gewettet gegen euch hier, gegen die Stadt, hat ihr dann geschafft, mit 192 Leuten das Riesenrad voll zu machen, hier zum Löbauer Wiesenfest. Solltet ihr es schaffen, spendet die Riesenrad-Crew zusammen mit den Schaustellern und Herrn Birnbaum, dem Chef hier von der Messe und Park GmbH aus Löbau, 300 Euro für die Jugendfeuerwehr. Ist das richtig so, Achim? Ja. Jawohl. Der Achim ist die Nummer 1 hier, ist der Macher von Löbau. Ne? Ohne Achim geht nichts. Deswegen komme ich ab und zu dazu, damit das richtig passt. Ne? Achim, komm mal her hier. So, ich erkläre euch dann mal ganz schnell. Ihr nehmt das Getränk, geht dann links und rechts rein. Ja? Stellt das Getränk dort oben hin oder dort oben auf die andere Seite, damit wir dann auch richtig schön wegräumen können. Ne? Ich sage euch mal, in jede Gondel müssen 6 Personen, da passt einer auf, ein Jurist, das wird unser Chef sein hier von der Bildzeitung aus Löbau. Ja, wir haben hier ohne Bildzeitung, nicht oder was? Nicht. Ja, manche Leute werden höher bezahlt, wie sie schreiben können, nicht oder was? Nicht. Aber ist so egal. So, ich sage jetzt mal zum Achim: Top, die Wette geht, es geht los. Bitte links oder rechts reingehen, ja? Und schön langsam. Und 6 Personen mal rein. Nee. Oi. Da viel alkoholfrei dabei, wa? We'll be right back.
Die Wende hat ja die Löbauer gewonnen und die Vertretung von der Feuerwehr sind der Mike und der Rico hier. Die werden jetzt die Spende von den Schaustellern und vom Riesenrad hier und von der Messepark GmbH. Der Wetteinsatz war ja 300 Euro von Dunkel, haben schon alles ein bisschen vorbereitet. Ja, ich gratuliere euch nochmal, dass ihr die Wende gewonnen habt. Was macht ihr denn mit den 300 Euro? Ja, wir brauchen auf alle Fälle T-Shirts und haben auch noch ein schönes Zeltlager. Ah, T-Shirts zum Fußball spielen, oder? Als Öffentlichkeitsarbeit. Als Öffentlichkeitsarbeit. Na gut, okay. Wir wünschen euch viel Spaß dabei, Frau Domke. Wo ist der Kameramann? Ja, ich mal in die Mitte hinten von den Feuerwehrleuten. So. Ja, geh mal in die Mitte. So, geh mal ein bisschen dich dran, Rico. Hier ist schon vergeben, brauchst keine Angst haben. So, dann bedanken wir uns ganz recht herzlich bei den Mitbewerbern hier, bei den Mitgliedern, die alle mitgeholfen haben, dass die Feuerwehr die Wende gewonnen hat. Ne? Und wünsche euch weiterhin viel Erfolg, denn die Jugendfeuerwehr ist ja eine wichtige Sache hier bei uns, wenn es mal brennt. Auch jeder mal die Feuerwehr. Ne? Also schönen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Und jetzt beginnt der normale Betrieb wieder weiter. Jackson, ooh, for real, never meant to make your daughter cry.